arbeite gerade an dem Bild einer Frau im blauen Kleid. Dazu nehme ich Grundierweiß mit dem Spachtel und habe auf dem blauen Untergrund diese Figur schon mal angelegt, ausgespart und hier mache ich jetzt den Hintergrund mit der weißen Farbe. Nun nehme ich braune Farbe, dunkelbraun, und trage mit dem Pinsel die Hautfarbe auf. Es malt sich sehr gut, auch diesen blauen Untergrund. Schöner Hautton. Und hier noch so. Die Arme. Dieses Kleid werde ich noch etwas ausgestalten, indem ich Papier aufklebe. Und die klebe ich auf das Blau, auf diesen Untergrund, um das Muster dieses Kleides zu gestalten. Dann hängen wir ja das Bild da mal hin. Noch ein Haken. So. Ja, unsere Wohnzimmergalerie zeigt jetzt lauter Bilder von Menschen. Ihre Körper tragen Farbkleider, welche sich aus unterschiedlichen Materialien formen und bilden. Hier bei diesem Bild habe ich als Grundfarbe Blau gewählt und dazu mit Papierschnipseln Akzente gesetzt zu diesem Blau, auch mit Marmormehl gemalt, um Strukturen zu erzeugen, auch gespachtelt und dann auch mit Acrylfarbe noch einzelne Partien herausgearbeitet. Da ist nun das zweite Bild und hier sieht man ganz deutlich auch die Spuren des Spachtels. Die Spachteltechnik habe ich dann noch durch Sand ergänzt, also einfach Sand drauf geworfen, Wasser drauf gesprüht und dann mit dem Spachtel nochmal so drüber gegangen. Und dadurch kommen diese Erhebungen. Also gibt es diese Struktur, die dann einfach der Farbe noch ein bisschen mehr Körper und Präsenz verleiht. Hier habe ich die noch grüne Farbe verwendet. Das ist Tusche, grüne Tusche, die ich drüber geschüttet habe, angesprüht, damit sie sich verteilt. Und dann hier oben diese braunen Töne, die kommen von Moorlauge. Mann im roten Hemd. Die Farbe ist für mich immer der Ausgangspunkt für die Malerei und auch der Anlass dafür, ein Bild zu malen. Hier ist es das leuchtende Rot vor dem dunklen Hintergrund. Abgesetzt durch diese orangenen Flecken, die ich in Himalaya-Papier aufgeklebt habe. Das Rot hat eine Struktur, die noch dadurch erzeugt wurde, dass ich zum Schluss mit Aglaia, einer Bienenwachslasur, darüber gegangen bin. So, da stelle ich das mal hin. Na, stehst du gut? Ja. So, und da haben wir einen Hirten, einen wandernden Hirten, einen Nomaden. Er hat so einen weißen Überwurf, eine Stoffbahn am Körper, die ich mit in Spachteltechnik gestaltet habe. Man sieht hier diese Strukturen. Ich habe es ja schon von Anfang an vorhin gezeigt, wie man das macht. Und das Weiß hebt sich dann schön ab von dem fliederfarbenen Hintergrund, hier mit Himalaya-Papier gestaltet und auf der Seite Pigmente verwendet. So, das Bild hier, da dominiert wieder mal die Farbe Blau. Ein blaues Kleid, das aus ganz unterschiedlichen Materialien entstand. Zum einen Acrylfarbe, dann Weiß drüber geschüttet
Und zum Schluss eben Seidenpapierstreifen in diesem leuchtenden Ultramarin als Akzente aufgeklebt. So. Da sind wir bei dem jungen Mann im grünen Pullover. Hier habe ich auch den Körper angelegt in Moorlauge und den Pullover dann gestaltet mit hauptsächlich mit Papier. Himalaya-Papier und das Unterschiedliche einfach aufgeklebt und dann den Hintergrund wieder gespachtelt auf blauem Untergrund. Er steht nachdenklich da, aber vielleicht telefoniert er auch einfach nur mit dem Handy. Die junge Dame, ebenso in der gleichen Technik gearbeitet. Das rote Kleid hat violette und lilane Abstufungen, damit das Rot noch mehr leuchtet, auch orange. Und in der Mitte etwas Bienenwachsglasur. Dann als Kontrast zum Rot, Komplementärkontrast, der grüne Hintergrund mit Pigmenten gestaltet. Ja, hier haben wir jetzt eine etwas raumgreifende Dame, kurvig und auch in Bewegung, schwungvoll. Der Körper ist wieder mit dieser Technik des Spachtelns gestaltet. Man sieht hier die Strukturen, da habe ich noch Sand reingestreut, um das Ganze ein bisschen körperhafter, voluminöser zu machen. Und der Hintergrund stellenweise mit Pigmenten und auch zum Teil mit Himalaya-Papier, mit diesem fliederfarbenen, wie bei dem anderen Bild von dem Hirten, der gleiche Hintergrund, ganz andere Person im Bild. Ja, hier haben wir das Bild mit dem Sommerkleid. Ich hatte die Absicht, so ein ganz luftig duftiges, leichtes, dünnes Sommerkleid an diese Frau dran zu malen. Und deswegen habe ich hier ganz verschiedene, unterschiedliche Seidenpapiere genommen, übereinander geklebt, dann auch mal mit weißer Farbe so drauf gespritzt. Da sind dann die Tupfen entstanden. Und dann haben wir hier einfach so eine Transparenz, so eine Durchsichtigkeit und eine Leichtigkeit. Das wollte ich bei diesem Bild erreichen. Jetzt hänge ich das ab, weil uns allmählich die Wände ausgehen. Und jetzt kommt das letzte Bild. Bei uns gehen die Bilder nie aus. So, da wären wir von der Farbgebung her wieder beim Anfangsbild. Komplementärkontrast Blau und Orange. Ich habe bei diesem Bild zuerst den blauen Hintergrund gemalt. Dann habe ich dieses Mittelteil, also die Person, die Gestalt, das Kleid, mit weißer Grundierung gespachtelt, aufgespachtelt. Und nachdem die trocken war, gelbe Tusche drüber geschüttet. Und die dann noch besprüht, dass sie sich schön verteilt hat. Und so haben wir jetzt auch hier eine gewisse Transparenz erzielt. Dann ganz am Schluss habe ich da unten noch mit Himalaya-Papier diesen Streifen aufgeklebt. Es hat was Leichtes und ich denke, der Komplementärkontrast zum Blau bringt das Orange zum Leuchten.